Willkommen zum Teil 2, wie ich eine Datenbank baute, weil was ich gefunden habe, war mir nicht gut genug. Heute über eine Datenstruktur, die heißt Trice. Und die benutzt die Datenbank, um eine Menge von Strings zu speichern. Also ganz grob der Kontext von diesem Talk ist dieser Login-Kram, den ich baue, und davon halt die Datenbank. Und die wiederum hat so einen Haufen Layer, da habe ich letzte Woche ein bisschen was drüber von erzählt, wie die quasi ineinander gesteckt werden. Und das ist diese Trice sozusagen das unterste Layer, in dem die Daten gespeichert sind. Und diese Tries sollen am Ende einfach nur eine Menge von Strings speichern. Darüber kommt dann später Log Structured Storage, damit das irgendwie auf die Festplatten geschrieben werden kann, und dann Raft Election, damit es auf mehreren Rechnern verteilt sein kann, und wenn irgendjemand einen Rechner kaputt macht, dass es dann immer noch geht. Und darüber kommen dann Transaktionen, damit es halt so ist wie eine Datenbank und immer mehrere Sachen entweder konsistent geupdatet sind oder nicht. Und darüber kommt dann sowas Ähnliches wie Objekte, weil sich Mengen von Strings halt doch nicht so toll benutzen lassen wie Tabellen oder was man sonst so haben möchte. Aber heute Tries, also wie speichert man zum Beispiel eine Menge von Strings? Ja, eine Datenstruktur, Tries im Übrigen, die ich in meinem Informatikstudium, glaube ich, nicht gelernt habe, was, nachdem ich sie ja gekannt habe, mich etwas verwundert hat, weil sie ziemlich praktisch sind. Dieses hier, was ich da gemalt habe, ist eine Datenstruktur, die die meisten wahrscheinlich schon mal gesehen haben. Binärbäume, so der ultimative Klassiker für ich habe eine Menge von Zeug und möchte es speichern, und ich möchte nicht einfach nur eine lineare Liste haben, damit, wenn ich nachgucken möchte, ob ein bestimmtes Element in meiner Menge ist, zum Beispiel die 6, damit ich nicht alles der Reihe nach durchgehen muss, sondern ist das hier die 6, nö, ist das 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 die 6 und so. Es macht halt nicht Freude, deshalb sortiert man seinen Kram vorher und macht zum Beispiel so Knoten. Wenn man es im Speicher hat, gehen einfach die Pointer raus, und in jedem Knoten kann man zum Beispiel speichern ein Element der Menge, und alle anderen Elemente tut man dann, wenn sie kleiner sind als das, nach links, und wenn sie größer sind, nach rechts. Das ist so der ganz klassische Binärbaum. Dann kann man da relativ viel Wissenschaft drauf betreiben, wie man macht, dass nicht eine Seite von diesem Baum ganz lang wird und die andere Seite von dem Baum ganz kurz bleibt, was dazu führen würde, dass man da drin schlecht suchen kann. Das habe ich ganz, ganz viel gelernt im Studium. Aber diese Binärbäume sind eigentlich gar nicht immer so praktisch. Nehmen wir zum Beispiel Strings. Können wir das lesen? Also Mittel. Hier gibt es jetzt ganz viele Strings, zum Beispiel Hacking und Hacker und Hackback und Hackerspace und Repeat und Sleep. Und wenn wir die in einen Binärbaum sortieren, das funktioniert, das kann man machen. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist das eigentlich gar keine so praktische Datenstruktur. Zum einen mal sind hier 4 Bytes, die immer wieder gespeichert werden. Die sind hier und die sind hier und die sind hier, und da sind sie in Wirklichkeit auch. Ich habe nur einen roten Strich vergessen. Und ist es eigentlich schon klar, dass sich das hier irgendwie links wiederholen muss? Zumindest bei diesem ist es relativ klar. Das ist ein Element, das ist alphabetisch vor diesem hier und nach diesem hier. Na, dann muss es denselben Präfix haben. Und noch dazu, wenn man durch diesen Binärbaum durchläuft bei einer Suche und zum Beispiel den String, sagen wir, Hackerspace sucht, dann geht die CPU los und muss gucken, okay, Hackerspace, ist das kleiner oder größer als Hacking? Da fangen wir mal an. H ist das gleiche wie A, okay, nächsten Buchstaben vergleichen. A ist das gleiche wie A, nächsten Buchstaben vergleichen. C ist das gleiche wie C, nächsten Buchstaben vergleichen. K ist das gleiche wie K, nächsten Buchstaben vergleichen. I. Nee, das ist nach Hackerspace. Also muss das Hackerspace kleiner sein, gehen wir bei diesem Knoten hin. Und dann geht es wieder von vorne los. H ist das gleiche wie H, nächsten Buchstaben, ja, und so weiter. Man merkt schon, das ist eigentlich relative Zeitverschwendung. Und Trice ist eine Möglichkeit, sich diese wiederholte Arbeit quasi zu sparen. Ist auch eine Baumstruktur. Oh, das ist sehr klein. Kann ich hier drin zoomen? Also kann ich für euch zoomen? Sieht so Ja, aus. das funktioniert. Okay, wunderbar. Oh, fancy. Genau, man hat wieder eine Baumstruktur, aber Trice, genau. Aber man macht diesmal keinen Binärbaum, sondern man gibt jedem Knoten einen großen Haufen Kinderknoten, zum Beispiel 256. Das bietet sich irgendwie an, wenn man Bytes in der Hand hat. Das heißt, wir haben hier einen Knoten, der steht für den leeren String. Und da machen wir ein Flag rein, das sagt, ob dieses Element in der Menge ist. Ich habe jetzt immer X für False, also der leere String ist nicht Element von unserer Menge. Okay. Dann gibt es hier 256 Kindknoten, die habe ich nicht alle gemalt, sondern nur die keine Null Pointer enthalten. Zum Beispiel Sleep. Dann haben wir hier den Knoten, der quasi an der Position des Buchstabens S ist. Da gibt es dann einen Pointer zu einem anderen Knoten. Der String nur S ist auch nicht drin. Und da gibt es wieder einen Kindknoten bei L. Das Kind davon ist auch nicht drin und so weiter und so weiter und so weiter. Dann kommt hier das Wort Sleep raus.
Und dieser Knoten hat dann das Flag of True gesetzt und da weiß man, ah ja, der String Sleep ist in diesem Baum drin. Und der String Repeat auch und die Strings hier Hacker ist drin und Hackback ist irgendwo hier unten drin und Hackerspace müsste theoretisch hier, habe ich aber vergessen. Und so hat man quasi seinen Baum. Man sieht schon eine Sache, die ganz schön ist. Dieser Anfang von den ganzen Hacker-Sachen ist hier komprimiert. Also man hat nur ein H, nur ein A, nur ein C, nur ein K und die CPU muss auch immer nur einen vergleichen. Ein offensichtlicher Nachteil hat das, es hat absurde Mengen indirekter Speicherzugriffe, weil man bei jedem Byte, das man angeguckt hat, erstmal einen Pointer verfolgen muss. Das bedeutet typischerweise Cache-Miss und das bedeutet, man läuft zum RAM und das bedeutet irgendwie hunderte von CPU-Zyklen, die man komplett verschwendet hat. Ist aber erstmal ein guter Ansatz und relativ trivial zu implementieren. Also das sieht man eigentlich direkt, wie man da durchlaufen möchte. Wenn man es effizient machen möchte, dann kann man das mit sogenannten Radix-Trees machen. Ich habe den Namen erst gelernt, dass ich für den Vortrag nachgeguckt habe, ob das vielleicht einen tollen Namen hat. Es ist eigentlich die gleiche Idee, bloß ein bisschen zusammengerollt, weil wir diese riesigen langen Ketten, die von Hack irgendwo hingeführt haben, quasi in einen Knoten komprimieren. Man macht also den obersten Knoten, genau wie vorher, der leere String ist nicht drin. Und dann nach dem H kommt ein Pointer auf einen Knoten und der hat nicht nur einen Flag, der hat auch so eine Art Anfang. Da ist dieser ganze Pfad drin gesammelt. Das heißt, nach dem H kommt ein A, ein C und ein K. Und dann geht's mit den Childpointern weiter und auch mit dem Flag weiter. Dieses Flag sagt, okay, der Anfang, also dieses Hack ist nicht da drin. Und wenn man jetzt einen anderen String sucht, zum Beispiel ob Hacker drin ist, dann muss man eben da den nächsten Kindknoten angucken. Das ist dann ein E. Und hier ist dann, nach einem R ist es dann drin. Oder Hacking ist halt hier drin. Oder Hackback ist da drin. Und Repeat und Sleep sind sogar ziemlich einfach. Die brauchen nur einen einzigen indirekten Pointer-Zugriff. Und da steht dann das ganze restliche Wort drin. Und da zu traversieren ist ziemlich zügig. Das ist sogar oft schneller als in den Binärbäumen. Also mit weniger Knoten meine ich. Schneller sowieso, wenn man sich diesen ganzen String-Vergleiche nur einmal machen muss. Ja, was passiert nun, wenn man diesen Baum rumändert? Also das Interessante an diesen Sets ist natürlich, dass man da Sachen einfügen und entfernen kann. Genau, Insertion ist relativ trivial. Also zumindest der einfache Fall. Das ist hier quasi Fall 1 ist, ich habe einen Knoten und ich füge jetzt zum Beispiel zu diesem Hacker-Kram und Repeat und Sleep noch ein Eat hinzu. Und ich sehe in meinem Knoten, während ich quasi gucke, ob Eat vielleicht schon drin ist, sehe ich, ah ja, direkt bei E, da fehlt ein Pointer. Dann ist es ganz einfach, ich mache einfach einen neuen Knoten und den E-Pointer setze ich dahin und trage den Rest von dem Wort da ein und bin fertig. Der zweite Fall ist ein bisschen hässlicher. Der passiert, wenn ich quasi in diesem Wort also in der Mitte von so einem Wort abbiegen muss, aber es gerade nicht kann. Also vorher war hier Repeat drin und ich möchte meinetwegen Reverse dazu tun. Dann komme ich zu R und E und dann bräuchte ich einen Pointer, aber dieser Knoten hat dann noch keine Pointer. Dann muss ich den erst aufspalten und quasi nach dem E einen Knoten materialisieren, der dann zu Repeat und Reverse abbiegen kann. Deletion ist eigentlich super einfach, jedenfalls die dumme Variante. Meinetwegen, wir haben hier Sleep drin und wollen Sleep raus haben, dann setzen wir einfach das Flag auf False und fertig. Zu Recht kann man einwenden, das ist zwar korrekt, das verbraucht das Sleep, aber dieser Knoten gehört eigentlich weg, denn der hat keinerlei Sinn, der verbraucht nur noch RAM. Logisch ist, dass sie schon auch mit dem Knoten die richtige Menge. Deshalb habe ich das hier mal nicht Deletion, sondern eher Normalisierung genannt, weil es quasi den Try in so eine Art Normalzustand zurückführt, wo keine unnützen Knoten dran sind. Und das ist eigentlich der einfache Fall. Ich habe einen Knoten auf False gesetzt und der hat keine Kinder, dann kann er weg. Und es gibt einen ziemlich hässlichen zweiten Fall, den ich erst spät gefunden habe, als ich lang genug mit dem Fuzzer dagegen geworfen habe, den man aber durch Nachdenken auch hätte finden können, bloß dafür müsste man erst wissen, dass man es versucht. Nämlich, wenn es irgendwie dazu kommt, dass man so einen Pfad hat, wo man mehrere Knoten mit, die nicht, also die, deren Elemente nicht drin sind. Also zum Beispiel, wir hatten aus irgendeinem Grund, sagen wir mal, in dem String-Set das Wort Hack drin. Und dann haben wir Hack gelöscht. Dann ist dieses Flag of False gegangen. Jetzt haben wir hier so einen Knoten, der steht drin, ja, der ist nicht dabei. Und sein Child ist auch nicht dabei. Das ist eigentlich komplett unsinnig. Es kann stattdessen besser zu einem Knoten werden, wo diese Buchstaben, das E und dieses
R wieder zusammengefasst sind. Und überhaupt, wenn ein Knoten nur einen Kinnknoten hat, geht das immer. Das heißt, auch wenn danach ein Ja-Knoten ist, kann auch, wenn das hier nur ein Kind hat, alles zusammengeführt werden. Also dieser Knoten, der sagt, Hacker ist nicht drin, und bei S geht es mit, also geht es mit Pace weiter. Dann kann ich dieses Pace, das S und das Hacker zu einem Hackerspace machen, und das ist dann da drin. Und wenn man diese Normalisierung kann ich das irgendwie auf 100, ja, implementiert hat, dann ist man eigentlich fertig und man kann in seinem Try alles schön einfügen und löschen und dann wieder normalisieren. Man hat eine ziemlich schnelle Datenstruktur. Was hat man davon? Vor allem hat man einen relativ hohen Branching-Faktor. Also bei einem Binärbaum zum Beispiel hat man immer nur zwei Child-Knoten, was relativ schnell dazu führt, dass man doch vergleichsweise vielen Pointer hinterherlaufen muss. Und beim Try, wenn man zum Beispiel 256 immer macht als Branching-Faktor, so dass man ein Byte immer vergleichen kann, kommen halt mit relativ wenig Ebenen aus. Das heißt, typischerweise wird man nur, ich nicht, vier, fünf, sechs Pointer hinterherlaufen. Und natürlich, weil es Computer sind, alles kann man irgendwie als Strings von Bytes auffassen. Ist schön, wenn es irgendwie eine Normalform gibt, sonst klappt das mit den Vergleichen nicht. Aber es kann sich manchmal auch lohnen, zum Beispiel Mengen von längeren Integern oder so als Try zu speichern, statt in einem Binärbaum, weil man die halt auch byteweise vergleichen kann. Dann, was ich schon häufig genutzt habe, die nicht effiziente Version dieser Tries ist absolut trivial zu coden. Man hat einfach so einen Struct mit einem Array von Child-Pointern und da traversiert man halt, indem man byteweise dieses Byte als Index benutzen. Das ist der Code. Das kann man zwar vielleicht nicht löschen, aber einfügen und suchen ist echt ist trivialst, quasi viel einfacher als Bäume, würde ich behaupten. Also als Binärbäume oder sowas. Genau, auch eine effiziente Version ist relativ brauchbar zu bauen. Ist ein bisschen nervig, weil man immer diese zwei Fälle hat. Quasi den Fall, ich habe den Buchstaben in den Child-Pointer-Indizes und ich habe den Buchstaben in diesem komprimierten Präfix dran. Und die Normalisierung ist so ein bisschen hässlich, wenn man das rekursiv dann wieder aufdröseln muss unter Umständen. Man bekommt geschenkt implizite Präfix-Deduplikation. Das benutze ich auch in der Datenbank, weil ich in diesen String-Set am Ende sehr viele Strings von der Form quasi Tabellenname, Punkt, Kolumnname, Punkt, Wert habe. Und da der Tabellenname wiederholt sich wenig überraschend die ganze Zeit. Und wenn man die Strings alle halten müsste, wäre das ziemlich viel Verschwendung für Daten, die halt nichts bringen. Und durch die Tries wird automatisch diese ganzen wiederholten Präfixe alle wegkomprimiert, weil die nur einmal auftauchen im Baum. Und was sie auch können, genau wie Binärbäume, man kann die Keys in der richtigen Reihenfolge wieder rausholen. Das ist halt ganz schön, weil man Range Queries machen kann. So gibt mir alle Strings, die mit Hack zum Beispiel anfangen, oder eben gibt mir alle Rows in dieser Tabelle, wenn man die entsprechend kodiert. Ja, viel Spaß mit Tries. Gibt es Fragen? Ja, meinerseits hätte ich eine Frage. Du hast ja gesagt, diese Kindknoten, da wird üblicherweise 256 genommen. Also ich hätte jetzt irgendwie gesagt, man versucht das irgendwie so zu verringern, speziell wenn du jetzt da irgendwie Text reinspeichern möchtest, habe ich ja in diesem ganzen, habe ich dann ja irgendwie ungefähr 128 mal Pointer, die auf irgendwelche Spezialzeichen oder sagen wir auch nur diese non-printable Characters, die ich dann irgendwie so drin habe, wofür ich dann immer irgendwelche leeren Pointer speichere. Oder werden die irgendwie effizienter gespeichert, diese Child Pointer auch? Ja, kann man sich natürlich ausdenken. Also, ich sag mal, in der Rohversion werden die nicht effizienter gespeichert, man macht einfach ein Array. Das hat den Vorteil, dass man halt direkt weiß, wo man quasi nachgucken möchte im Array, wenn man das traversiert. Es gibt aber durchaus Implementierungen, die entweder so eine Occupation Bitmap davor quasi setzen, also einfach ein Bitmap, was sagt, in welchen Feldern ist denn was, um dann halt Population Count auf dem Array zu machen und herauszufinden, welchen Pointer sie folgen müssen und dahinter halt nur das quasi komprimierte Pointer-Array. Das habe ich schon mal gesehen. Man kann das auch als was anderes als ein Array speichern, zum Beispiel so ein Key-Value-Ding, also immer explizit den Index und den Pointer, gerade wenn die Knoten ziemlich leer sind. Ich habe auch schon mal 16, quasi so Nibble-Trays gebaut, also immer 4-Bit zusammengetan. Das Problem ist also, das ist so ein Trade-off zwischen wie viel RAM man da verschenken möchte in den Knoten und wie viele indirekte Pointer man haben will. Also das Problem ist, wenn du den Branching-Faktor runtersetzt, zum Beispiel auf 16, was sich halt auch anbieten würde, weil man ein halbes Byte nimmt, dann musst du halt häufiger einen Pointer folgen. Und Pointer folgen ist ziemlich teuer.
Wohingegen andersrum kannst du ja direkt aus der Pointer-Adresse wissen, quasi in den, wo in deinem Array du danach gucken musst. Das heißt, du hast nur einmal einen Cache deinen Fetch für das Prefix typischerweise, wenn das kurz ist, und einen zweiten Cache deinen Fetch für den Pointer. Und halt nicht eventuell noch einen dritten, um herauszufinden, wie dein Pointer-Array jetzt intern strukturiert ist. Oder eben mehrere, wenn du den Baum tiefer machst, weil du nicht 256 Arrays splittest, sondern eben nur, was auch immer du dir aussuchst. Ja, okay. Danke. Es weitere Fragen? Ihr könnt ihr auch schreiben oder einfach reinrufen. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann vielen Dank für den Vortrag. 2 von 7. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Ja, es kommt noch mehr. Also ich habe den Plan tatsächlich letzte Woche schon angekündigt, letzten Monat, quasi hier für diese ganzen Ebenen auch einzuhalten, wie das so zusammengebaut ist, weil die alle ganz interessant sind, denke ich. Und einen letzten, den es inhaltlich noch gar nicht gibt, der heißt irgendwie Tuning und Benchmarking. Sowas kommt denn dabei raus, wenn sich seine Datenbank selber strickt. Aber das hat auch noch nicht stattgefunden.